Hallo, wir schauen uns jetzt einmal an, wie man Winkel berechnen kann. Es gibt einen Trick, um Winkel zu berechnen, und zwar die Innenwinkelsumme. Jedes Dreieck hat eine Innenwinkelsumme von 180 Grad. Das bedeutet, dass alle Winkel zusammengerechnet 180 Grad sein müssen. Genauso etwas gilt fürs Viereck, und zwar, dass alle Winkel zusammen 360 Grad sind. Zum Beispiel, ihr kennt alle das Quadrat, das ist ja auch eine Art von Viereck. Ich mache das jetzt einfach nur mal so aus der Hand als Skizze. Die Seiten sollen alle gleich lang sein und das soll jeweils 90 Grad sein. So, und wenn wir 4 mal 90 rechnen, kommen wir auf 360. Wenn wir das jetzt irgendwie verschieben, ist das trotzdem in der Summe insgesamt 360 Grad. Ich habe hier einmal ein Beispiel angemalt. Das ist auch wieder nur eine Skizze und nicht maßstabsgetreu. Und wir sollen den fehlenden Winkel Alpha berechnen. Wir haben gegeben, dass Beta 80 Grad groß ist und Gamma ist 60 Grad. Ja, jetzt gehen wir ganz einfach vor. Wir wissen, dass alle zusammen, also Alpha plus Beta plus Gamma, ist gleich 180 Grad. Jetzt haben wir Gamma und Beta gegeben und setzen die einfach ein. Beta sind 80 Grad plus 60 Grad. Das sind gleich 180 Grad. Jetzt können wir 80 plus 60 zusammenrechnen. Dann sind wir bei 140 und ziehen minus 140 Grad hier ab. 180 minus 140 sind 40 Grad. Also ist Alpha gleich 40 Grad. 40 Grad. Und genauso geht ihr vor, wenn ihr einen fehlenden Winkel in einem Dreieck berechnen sollt. Es gibt noch weitere Tricks, das ist zum Beispiel der Wechselwinkel, der Scheitelwinkel. Das könnt ihr euch im nächsten Video mal angucken, wie man damit noch umgehen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.